Ich darf für die Landesregierung den Herrn Staatssekretär Rust ans Redepult bitten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, namens der Landesregierung beantworte ich die mündliche Anfrage des Kollegen Dr. Pullinger wie folgt. Zu A. Mindestlöhne schaffen fairen Wettbewerb. Lohndumping ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil zu Lasten von Arbeitnehmern. Für den Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge ist die Landesregierung deshalb schon aktiv geworden. Im Juli 2013 ist das Landestariftreue- und Mindestlohngesetz in Kraft getreten. Mit dem Gesetz werden Wettbewerbsverzerrungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge durch den Einsatz von sogenannten Billigarbeitskräften unterbunden. Zudem hat Baden-Württemberg im Dezember 2011 gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und Hamburg eine Gesetzesinitiative für einen Mindestlohn in den Bundesrat eingebracht. Dieses Anliegen wurde im März 2013 erneuert. Es sind grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit Baden-Württembergs durch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes anzunehmen. So lag im verarbeitenden Gewerbe, das ist ja unser großes und international dem Wettbewerb ausgesetztes Gewerbe, der Anteil der Geringverdiener 2010, das ist die letzte Zahl, die wir haben, bei 5%. Die Branche in Baden-Württemberg, die am stärksten im internationalen Wettbewerb steht, ist somit so gut wie nicht betroffen. Bei den Betrieben in Baden-Württemberg, die von der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 8,50 Euro betroffen wären, handelt es sich vor allem um Betriebe und Unternehmen, die eher einen regionalen Marktradius haben und weniger im internationalen Wettbewerb stehen. Zu B. Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Aus Sicht der Landesregierung wird die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 8,50 Euro im Allgemeinen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Landwirtschaft in Baden-Württemberg haben. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass der Gesamtverband der Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände und die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt eine Bundesempfehlung für die unterste Lohngruppe, unter anderem auch für Saisonarbeitskräfte, ausgehandelt haben. In dieser wurde eine stufenweise Lohnsteigerung von 7 Euro pro Stunde ab dem 1. Juli 2013 auf 8,50 Euro pro Stunde ab dem 1. Dezember 2017 vereinbart. Die regionalen Arbeitgeberverbände haben diese Empfehlung übernommen. Das heißt, dann in 2017 ist das Thema Mindestlohn auch dort kein Problem mehr. Auswirkungen auf die Gastronomie. Um Baden-Württemberg als Tourismusstandort zu stärken, strebt die Landesregierung einen nachhaltigen Tourismus an. Dabei sind im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit faire Arbeitsbedingungen auch für die Beschäftigten aller touristischen Leistungsträger eine wichtige Grundvoraussetzung. Mit guten Arbeitsbedingungen kann vor allem auch im Hotel- und Gaststättengewerbe qualifiziertes Personal gewonnen und langfristig gebunden werden. Nur so kann es gelingen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und eine hohe Servicequalität durch qualifiziertes Personal sicherzustellen. Gerade die Hotellerie und Gastronomie kann Teilzeit- und Saisonkräfte und geringqualifizierte sowie Langzeitarbeitslosen eine Chance für ein gesichertes Einkommen und eine berufliche Weiterqualifikation bei fairer Bezahlung bieten. Eine Zusatzfrage, bitte schön, Herr Pullinger. Herr Staatssekretär, vielen Dank für die Antwort. Mich interessiert noch, und zwar, es gibt ja in der Praxis durchaus auch gewisse Kombinationen, wo man einen Grundsalär ausmacht und dann beim Spargelstechen oder Erdbeer das auch noch natürlich kombiniert mit der Leistung, die erbracht wird. Wie wird denn das dann gehandhabt? Das ist beim Spargel, das ist bei Erdbeeren, das ist auch bei Bedienungen zum Teil so, wo ich weiß, dass die Bedienung wirklich ein tolles Taschengeld kriegt, noch nicht besteuert bis jetzt, Gott sei Dank, ja, wo man dann also wirklich sagt, wie kann man das organisatorisch machen, wie ist dort die Handhabung vorgesehen? Also das ist jeweils im Einzelfall zu prüfen. Wir haben das auch jetzt schon bei der Prüfung im Bereich der unseres Tariftreuegesetzes und dort ist ein Mindestlohn auch inkludiert. Wenn wir an Bereiche denken, wo ich nach Stückzahlen eben auch bezahlt werde, zum Beispiel nach Stückzahlen, es gibt noch andere Varianten, dort muss dann im Einzelfall nachgewiesen werden, dass ich nicht unter die 8,50 Euro komme, auch wenn ich das hat man nicht immer selber in der Hand, wie die Stückzahlen sich entwickeln. Jetzt nehme ich mal im Bereich der Servicedienstleistungen auf Flughäfen, wo die Leute, die die Flugzeuge packen mit den Gepäckstücken und dann auch wieder entladen, zum Teil auch nach der Stückzahl der Koffer bezahlt werden. Und da hat es ja der Arbeitnehmer nicht immer in der Hand, wie viele Koffer jetzt tatsächlich entladen werden müssen oder nicht. Das hängt jetzt gar nicht von seiner Leistung oder seiner Leistungsfähigkeit dann ab. Da müssen Regelungen getroffen werden, dass man dann auch, wenn das sozusagen
der Fall ist, nicht unter die 8,50 Euro pro Stunde rutscht. Diese Regelungen müssen aber dann jeweils auf das Gewerbe und auf die Tätigkeit angepasst werden. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Dann ist die Behandlung der mündlichen Anfrage unter Ziffer 1 beendet.